Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Geist. Und heute spielen wir Band-Hoodies Spiel. Ihr seht auch, das ist eine Demo. Ich bin zu arm, mir das Spiel selber zu kaufen. Also nicht wundern. So, wir gehen erstmal hier rein. Okay. Ich geh jetzt ins Büro und hole deine Dienstmappe ab. Okay. Das mache ich doch gern. So. Okay, ich soll hier rein. Dann hätte die notwendigen Informationen über das Vorgehen bei der Kontrolle der Zulassungsregeln sowie Länder und Fahrzeuge. Okay. Super, fangen wir an, öffnen die Schranke und den ersten Fahrer für die Fenster heraus. Okay. Dann machen wir das jetzt mal. Hallo, Kollege. Verwende nun den automatischen Vergleich an den Angaben des Fahrers. Der automatische Vergleich reduziert deine Wahrnehmung. Wenn er niedrig ist, funktioniert der Vergleich langsamer. Und wenn er neu sinkt, bleibt dir nur noch die visuelle Vergleich. Um deine Wahrnehmung zu erneuern, solltest du eine Pause einlegen. Erwäge, ein besseres Haus zu kaufen, um dein Wahrungsniveau dauerhaft zu erhöhen. Um deine Wahrnehmung zu generieren, solltest du eine Pause einlegen. Ja, bla bla bla. Kundenfehler zu maskieren. Okay. Achso. Kontrolllicht. In diesem Bereich vermerkst du. Ja, ich weiß das schon. Passt nochmal. Passt. Gültig ist. Passt nicht zueinander. Oh. Haltbar. Das Foto ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich muss ihn verweigern, der hat doch ein falsches Ding, Junge. Ja, geh weiter. Doch, wo ab? Kommst du nicht rein? Ich hoffe, das war richtig. Oder es leckt halt. Dieses Spiel ist so dumm, ne? Mach gar nichts, es leckt. Leute, es tut mir ziemlich leid fürs Gucken, aber ich kann ja nichts machen, es leckt einfach ohne Grund. Der war doch gar nicht sauber, Junge, der hatte einen falschen Dingsnummer. Ach, egal. So, ich habe jetzt mal ein bisschen die Grafik heruntergestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geändert wurde. Ob es jetzt flüssiger läuft. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das war keine gute Entscheidung. Ruf den nächsten Fahrer zu kommen. Ja. Leider habe ich es falsch gemacht. Der hat so ein Mini-Spoiler. Dieser Fahrer ist kein Böse. Alle Ausländer müssen zusätzlich eine Würde der Unwürdigkeit haben.
Angriffe diesen Fahrer und den nächsten. Die nächsten. Kann ich die denn? Natürlich. Akrobrotaj. Okay. So, erstmal das gucken. Überein. Okay, Passnummer. Passnummer stimmt schon wieder nicht überein. Stimmt auch nicht überein. Okay, also. Passnummer stimmt nicht überein. Und das ist ja auch nicht, ne? Ja. Haltbarkeitsdatum stimmt auch nicht. Das stimmt und Foto. Ja, doch, stimmt auch. Okay. Darf ich ihn jetzt einreißen? Nee. Also ich glaube, ich muss ihn jetzt ablehnen. Ja, Vergewaltiger. Ah, ich kann das nicht aussprechen. Du machst einen Fehler. Ja, fahr lieber mal weg. Na, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das sehen wir ja jetzt. Bitte, ist das jetzt richtig? Ja! Okay, ich habe 0 Euro verdient. So. Ergebnis der Prüfung F1. Daten korrekt markiert. Fehler, ja, bla, bla. Das brauche ich ja gar nicht wissen. Prüfung 2, okay. Warte, erstmal da hinten hingehen, weil da ist Jugendboss. Zeitung. Grenzoffizier verhaftet. Okay. Ja, aber die Zeitung juckt mich ja eher gerade nicht. So, wir holen den nächsten rein. Kommen Sie rein. Er sieht geil aus, das Auto. Hallo. Ist das wirklich notwendig? Ja, ist. So. Dann kontrollieren wir doch, was ist. Kontrollbericht. Also Name. Stimmt. Passnummer. Stimmt. Gültig bis. Oh. Ja, muss das hier machen. So. Okay, gültig bis. Passnummer, das Haltbarkeitsdatum passt schon wieder nicht. Ja, aber er darf ja rein, ne? Die Haltbarkeitsdatum, das Haltbarkeitsdatum ist halt einfach nur falsch. Ich lasse ihn einfach rein. Also ich sehe jetzt keinen Grund. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum er nicht rein darf. Warum ist der Sound mal wieder da und dann mal wieder weg? Gar keinen Sinn, egal. Wie ist das jetzt richtig? Junge, ich hab's doch gemacht. Haltbarkeitsdatum, ja, ist falsch. Egal, Leute. Das ist zwar falsch gewesen. Jetzt fahr doch schneller hier rein, ey. Ganzen Tag Zeit. Ataiče, varíšu komandíru. Propša rádo. Všem budu, je to pariatko. Mir war ein scheiß Dokument. Wenn jetzt irgendwas richtig ist, ne? Wenn irgendwas falsch ist, dann lasse ich den nicht rein. Passnummer. Nicht übereinstimmen. Gültig bis. Passen nicht. So, Kontrollbericht. Passt du mal und. Nee. Ja doch, passt du nochmal passen. Nur das oder was? So. Jetzt muss ich ihn vergewaltigen. Verweigern. Wenn es jetzt wieder falsch ist, ne? Was schon deiner. Riss ich einen Besen. Oh, weg. Müsste ja jetzt richtig sein.
Parisu! Ja! Das war kein guter Anfang, Junge. Ich versuche es morgen besser zu machen. Geh jetzt in deine Wohnung und ruh dich. Okay. Ja, das war auch kein guter Anfang. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ruhepause, okay. Bisschen Schlaf mir. Das war echt keine gute Pause. Dings. Na, ja, also ich habe 0 Euro. Ah ja. Speichern. Ja, bitte. Hallo Genosse, mein Name ist Juri Petrov. Ich bin der stellvertretende Kommissar und werde deinen zweiten Schulungstag leiten. Letzte Zeit haben wir vermehrte Schmuggelaktivitäten der Bande festgestellt. Glücklicherweise kümmern sich unser Geheimdienst bereits darum und wird dich regelmäßig mit den nötigen Informationen versorgen. Schauen wir uns zuerst die Informationen. Jeden Mietz handelt von einem gefundenen. Okay. Schmuggler 1, wir vermuten, dass der Fahrer da gestern nicht so genau angehört. Gegen das erste Fahrzeug zur Kontrolle heraus. Ja, mach ich gleich. Zulassungsnummer ICO. Oh, Alter des Fahrers. Okay. Dann kommen Sie mal hier rein, warte. Sind Kennzeichen? VDN, okay, ist kein ICO. Aha! So, sieht aus, als hätten wir uns ja gefunden. Wir unseren Verdächtigen. Also das Fahrzeug vielleicht, damit wir die Kabine durchsuchen. Bitte steigen Sie auf das Fahrrad. Okay. Schnuggler kehren mit einem Schlangenzeichen von Schmuggler. Allerdings ist das nur unter UV-Licht zu verorten. Glück hat dein Service. Funktion. Oh. Warte, wie? Ah. Da ist es ja. Reifen, Dachhimmel, Kotflügel, Kraftstofftank, okay. Jetzt brauchen wir Werkzeuge, um die Schmuggel rein auszuholen. Nimm das Messer. Das Messer vom Tisch. Das hätte ich doch auch vorher holen können, ey. Ah. Okay. Ey, ich will hier rein. Alachmeno. Okay. Ist nicht immer Konsens, manchmal kann es zwischen Teilen oder an schweren zugänglichen Stellen versteckt sein. Okay. Schauen wir mal unter den Motorhaube. Hier ist nicht nur eine Taschenmünze, sondern auch ein scharfes Auge. Toll, ich glaube, das war's. Er geht nicht den Schmuggler, das Schmuggler sehr erfindlich. Du findest Mustermaterial in deinem Dienst. Kannst du das dann jetzt draußen? Alles klar. Du bist doch. Ab in den Knast. So. Hier werden Kriminelle festgehalten, die auf den Transport in Arbeitslager waren. Baue dein das Gefängnis aus, um mal die maximale Kapazität zu erhöhen. Stelle einen Gefängniswärter ein, um Fluchtversuche zu verhindern. Denke daran, dass das Zurücklassen von Gefangenen im Polizei auch das Risiko birgt. Sie fliehen, okay. Hier ist das Lager. Hier
lagerst du abgefangene Schmuggelware, Werkzeuge, Waffen? Oder? Okay. Hey, nein, ich will das hier nicht. So. Das muss jetzt hier in mein Lager rein. A wie wir wygawrycić z oficerem Maksimowym, eto on zbiegła ci od dalej maszyny. Warte mal. So, das ist eine Uniform. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich sage Ihnen das jetzt hier noch, dass er den Prüfbereich lernen soll. Und das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Euer Sando. Und ciao, ciao.